Ich freue mich, Ihnen mit dem heutigen Video zu zeigen, wie Sie Inhalte in der Bibliothek finden und diese in Ihre Präsentation einfügen können. Ihre Bibliothek finden Sie im Empower Ribbon hier in diesem Bereich. Und wenn Sie einmal hier auf Bibliothek klicken, wird sich ein Fenster öffnen, das Ihre Bibliothek dann einmal anzeigt. Die Bibliothek ist in vier verschiedene Bereiche strukturiert, einmal die Favoriten, die Unternehmensbibliothek, die Benutzerbibliothek und die Corporate Design Vorlagen. Die Unternehmensbibliothek beinhaltet finale Unternehmenspräsentationen oder auch Unternehmensslides. Das heißt, hier haben Sie leicht Zugriff, je nachdem, wie Ihre Bibliothek von Ihrem Unternehmen aufgebaut ist, auf die verschiedenen Inhalte Zugriff zu haben. Das können zum einen komplette Präsentationen sein oder auch, wenn Sie in die Slide Library gehen, in die Slides-Bibliothek, hier verschiedene einzelne Slides, die mit diesem Symbol vor dem Dateinamen angezeigt werden. Ihre Benutzerbibliothek ist Ihr individueller Bereich der Bibliothek. Hier haben Sie Zugriff drauf. Das ist aber auch möglich, hier auf die verschiedenen Ordner innerhalb Ihrer Präsentation oder innerhalb Ihrer Bibliothek weiteren Leuten Berechtigungen zu geben, sodass Sie auch hier mit Ihren Kollegen zum Beispiel gemeinsam an Inhalten und Präsentationen arbeiten können. Der untere Bereich, die Corporate Design Vorlagen, hier finden Sie nicht nur Ihre Mastervorlagen, sondern auch verschiedene vorformatierte Inhalte, wie zum Beispiel in den Slide Templates, auf die Sie Zugriff haben können. Sobald Sie diese Inhalte in Ihre Präsentation einfügen, müssen Sie diese noch mit tatsächlichen Inhalten, Dateien, Informationen füllen. Und auch hier haben Sie aber eine gute Möglichkeit, wie Sie Ihre Folien gestalten können. Darüber hinaus haben Sie auch hier in den Corporate Design Vorlagen weitere Textelemente. Sie haben die Diagramme und Tabellen, auf die Sie zugreifen können, sowie Icons und Images, Bilder, die Ihnen in Ihrem Unternehmen zur Verfügung stehen. Der Oberbereich, die Favoriten, auch dieser Bereich ist individuell und können Sie so anlegen und Inhalte dort abspeichern, wie Sie das gerne wünschen. Das können natürlich hier Slide-Templates sein, die Sie häufig nutzen, natürlich aber auch Unternehmenspräsentationen, Unternehmensslides und Folien, die Sie häufig nutzen. Und sobald Sie diese als Favoriten markiert haben, müssen Sie sich halt nicht immer hier neu suchen, durchsuchen und die entsprechenden Inhalte in der Bibliothek suchen, sondern haben die ganz leicht unter Ihren Favoriten sichtbar. Wie können Sie diese entsprechenden Inhalte als Favoriten markieren? Da haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können zum einen das Element auswählen, die rechte Maustaste klicken und dann hier einmal auf Favoriten hinzufügen oder auch hier oben in diesen Bereich gehen, auf Favoriten hinzufügen im oberen linken Bereich des Fensters und somit haben Sie dann die entsprechenden Inhalte als Favoriten gemerkt und können diese dann unter Favoriten einsehen. Sobald Sie diese Elemente nicht mehr als Favoriten markiert haben möchten, können Sie das auch jederzeit wieder ändern. Hier auch einfach dann rechte Maustaste Favoriten entfernen oder auch hier wieder im oberen Bereich Favoriten entfernen und somit haben Sie dann hier die Favoriten einmal wieder entfernt. Wenn Sie die entsprechenden Inhalte in Ihre Präsentation einfügen wollen, können Sie das machen, indem Sie einen Doppelklick auf das entsprechende Element auswählen oder hier auf Einfügen. Das geht sowohl mit den Inhalten der Unternehmensbibliothek, mit der Benutzerbibliothek, aber auch mit den Vorlagen in den Slide-Templates. Doppelklick oder einfügen und dann sehen Sie hier an der linken Seite, dass die entsprechenden Inhalte in Ihre Präsentation eingefügt wurden. Sobald Sie die Inhalte einmal finalisiert haben, möchten Sie natürlich sicherstellen, dass diese auch wieder zurück in die Bibliothek abgespeichert werden, gerade bei den Slide-Templates, die nicht mit Inhalten gefüllt sind. Und das können Sie machen, indem Sie hier wieder unter den Bibliothekspart gehen, indem Sie auf Speichern klicken und dann öffnet sich ein Fenster. Da haben Sie verschiedene Möglichkeiten, dieses Element, diese Folie abzuspeichern. Sie könnten die ganze Präsentation abspeichern. Sie können nur diese eine Folie abspeichern oder auch Ihren Master festlegen, wenn Sie das wollen. Sobald Sie nur ein Element ausgewählt haben auf der Folie, sehen Sie, dass hier auch dann noch das zusätzliche Feld hinzukommt und Sie dieses einzelne Objekt abspeichern könnten, je nachdem, so wie Sie das wünschen. Ich möchte jetzt hier einmal die Präsentation abspeichern.
Demnach wähle ich Präsentation aus, wähle auf Speichern, werde auch hier wieder in dieses Fenster geleitet mit der Bibliothek. Ich gehe hier auf meine Benutzerbibliothek, auf den Test Upload und kann dann hier einfach den Dateinamen festlegen, weitere Tags hinzufügen, wenn ich das möchte, sogar noch weitere Einstellungen festlegen, zum Beispiel Änderungserkennung und automatische Spracherkennung und dann hier einmal auf Speichern klicken und dann wird dieser entsprechende Sync angezeigt, dass der Upload gestartet ist. Genauso wird hier gleich der Sync angezeigt werden, sobald einmal diese Präsentation hochgeladen wurde, abgespeichert wurde und der Prozess beendet wurde. Mit Empower stellen wir Ihnen sicher, dass Ihre Inhalte, wenn sie entsprechend gepflegt wurden, stets up-to-date sind. Und um dies einmal zu überprüfen, können Sie auch im Bibliotheksteil hier einmal die Update-Funktion nutzen. Wenn Sie hier draufklicken, sehen Sie, hier kommt ein kleines Fenster auf, dass keine Updates gefunden wurden in diesem Fall. Sobald Updates vorhanden sind, werden Sie dementsprechend auch informiert über diese. Und je nachdem, wie diese Benachrichtigung für Sie in Ihrem Unternehmen festgelegt wurde oder auch wie Sie das individuell angezeigt haben möchten, wird dann hier entsprechend entweder der Update-Assistent angezeigt, Benachrichtigungsleiste angezeigt, das Icon im Ribbon angezeigt oder keine Update-Benachrichtigung, wenn Sie dies wünschen. Dies sollten Sie sich natürlich sehr genau überlegen. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen, zu lernen, wie Sie schnell und leicht Inhalte in der Bibliothek finden, aber auch wie Sie neue Inhalte hochladen können und wie Sie sicherstellen können, dass all diese Inhalte stets up to date sind.